Herzlich willkommen heute mal aus unserer Küche. Ich möchte euch heute gerne mal unsere Vorratskammer zeigen. Also wie so eine kleine Pantry Organization Tour, wie auch immer man es nennen möchte. Alex hat die vor kurzem gebaut. Wir haben hier hinter dem Kühlschrank nämlich so eine Nische. Die Vorbesitzer hatten da ihren Kühlschrank drin, so einen amerikanischen Doppeltür-Kühlschrank. Ich weiß nicht, gibt es dafür einen speziellen Namen? Da wir das aber nicht brauchen, haben wir diesen Platz umfunktioniert. Wenn euch das interessiert, wie die Kammer entstanden ist, wie Alex da die Wand hochgezogen und die Elektrik verlegt hat und so weiter, ich verlinke euch hier mal sein Video. Dann könnt ihr da sehr gerne mal vorbeischauen. So, und ich werde mich heute ein bisschen der Einrichtung und der Organisation widmen. Wir haben nämlich einfach alles sehr schnell eingeräumt und das kann an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen optimiert werden. Damit ihr ein Gefühl für den Raum bekommt, auf dieser Seite hier ist der Herd und der Kühlschrank und auf dieser Seite ist die andere Arbeitsplatte sozusagen. Und hinter dem Kühlschrank, wenn ich hier jetzt einmal rumgehe, geht's dann in die Vorratskammer rein. Ich bin mega happy, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, all unsere Vorräte in so einer kleinen Kammer zu verstauen. In unserer letzten Wohnung hatten wir einfach nur so einen Schrank, der war auch relativ schmal und ein paar Schubladen. Das hat übrigens auch funktioniert. Also lasst euch jetzt nicht irgendwie entmutigen und denkt, ja okay, alles völlig irrelevant für mich. Ich wollte auch auf so ein paar Dinge eingehen, wie wir vorher unsere Sachen organisiert haben. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass wir recht viele Vorräte haben. Wir hatten eine Weile mal diese Sear Plus Box mit abgelaufenen Lebensmitteln, die aber gecheckt werden, ob sie noch gut sind und so weiter. Das heißt, davon sind noch ein paar Sachen da. Und wir haben auch teilweise so trockene Produkte, die immer mit umgezogen sind. Das erste, was man in der Vorratskammer sieht, sind diese beiden Regale eigentlich. Da haben wir die ganzen trockenen Sachen, also Reis, Linsen, anderes Getreide und so weiter. Und hier oben dann unterschiedliche Dosengeschichten und Aufstriche. Wir haben sehr, sehr viele Aufstriche, weil wir auch recht viel Brot essen und das dann was ist, was wir da immer drauf streichen. Hier weiter oben befinden sich unsere Vorratsgläser. Eins meiner Projekte heute wird auf jeden Fall sein, die zu beschriften. Gerade bei so Sachen wie Bulgur, Quinoa, Couscous, das kann sonst auch mal zu Verwirrung führen. Hier oben dran sind jetzt alle Kochbücher verstaut. Ich bin so happy, dass die jetzt hier sind. Ansonsten würde ich die das nächste Mal, glaube ich, auch in eine Schublade räumen, weil die sonst so ein bisschen schmierig werden und so, wenn die neben dem Herd stehen. Dann sind hier noch weitere Nussgeschichten und so und alles, was Müsli angeht. Auf dieser Seite hier oben haben wir noch ein Regal und da bewahren wir Tees auf. Und unterhalb von diesem Regal ist hier auch nochmal so eine Fläche. Auch die, seht ihr, ist jetzt gerade nicht so gut sortiert. Hier haben wir die Kartoffeln und da die Zwiebeln. Auch da möchte ich mir eine andere Lösung überlegen. Wir haben außerdem auch unseren Toaster jetzt hier in der Vorratskammer, damit der nicht mehr auf der Arbeitsplatte steht. Dann hat Alex außerdem diese beiden Boxen gebaut. Auch hier sind nochmal so unterschiedliche Mehlgeschichten, Nüsse und so weiter an Vorräten drin. Hier sammeln wir das Altglas, da das Altpapier. Und hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was da jetzt alles drin ist. Auch das möchte ich mir heute mal genauer anschauen. Und über den Kochbüchern haben wir nochmal ein Regalbrett. Da bewahren wir sowas wie Soßen auf und auch Olivenöl. Also gerade so große Sachen, die hier unten sonst keinen Platz haben. Außerdem auch Jackfruit, Nudeln, die wir teilweise auch geschenkt bekommen haben. Und dann sind hier hinten auch nochmal so ein paar Geschichten, die wir zugeschickt bekommen haben. Okay, was macht diese Cola da eigentlich? Die ist da so richtig random. Ihr seht, das kann also alles noch ein klein wenig optimiert werden. So im Großen und Ganzen sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt. Also wir haben uns auch bewusst für ein offenes Regal entschieden, weil man so auch viel besser sieht, was man alles hat. Das ist uns dann auch wirklich erst bewusst geworden, wie viel von diesen ganzen Sachen wir mit umgezogen haben, was wir auch schon in der alten Wohnung hatten und was wir jetzt erstmal natürlich aufbrauchen, bevor wir da wieder was Neues kaufen. Als erstes werde ich jetzt hier mal die ganzen Gläser rausräumen, rüber in die Küche, um sie dann teilweise auch wieder zu befüllen. Ich weiß nämlich, dass wir da unten zum Beispiel ein Paket Linsen haben. Das Linsenglas ist nur noch halb voll. Das heißt, dass die Gläser alle wieder voll sind. Auch unser Reisglas hier zum Beispiel. Da ist auch auf jeden Fall Platz, um was nachzukippen. Da muss man natürlich sich überlegen, ob einen das stört. Also wir mischen hier unterschiedliche Reissorten. Das ist jetzt für manche vielleicht ein großes Verbrechen. Für uns nicht.
Jetzt kann man natürlich berechtigterweise fragen, was bringt das denn alles in schöne Gläser zu füllen, wenn man doch sowieso die Packungen kauft? Also der Gedanke von diesen Vorratsgläsern kommt schon so ein bisschen aus dem Unverpackt-Bereich, dass man mit den Gläsern in einen Unverpackt-Laden geht und sich da die Sachen direkt abfüllt. Ich persönlich mag das gerne, weil da mehr als ein Paket reinpasst. Also wenn man sich jetzt hier mal das große schwarze Linsenglas hier hinten anguckt, da passen halt 3 oder vielleicht sogar 4 Pakete rein und dann hat man nicht offene Sachen irgendwo im Regal. Und man sieht, wie viel man hat. Also wenn ich jetzt sehe, das Linsenglas ist fast leer, dann weiß ich, jetzt müssen wir wieder Linsen kaufen. Deswegen will ich das jetzt auch da reinfüllen. Dann sind da unten nämlich keine Packungslinsen mehr und ich sehe genau, was wir haben. Diese ganzen Weggläser, also diese großen Vorratsgläser, die haben wir alle aus einer Haushaltsauflösung bekommen. Ich glaube, man kann immer auch gut auf so Trödelmärkten schauen oder so. Oder eBay Kleinanzeigen zum Beispiel. Also das muss ja nichts Neues sein. Ansonsten haben wir vor vielen Jahren schon mal so ein paar von diesen Schnappverschlussgläsern gekauft, bei IKEA damals meine ich. Und bei den Weggläsern war außerdem auch das hier dabei, und zwar einmal diese Gummis und dann noch diese Klemmen, gerade wenn man was einkocht oder so. Und um unsere ganzen Vorräte vor Lebensmittelmotten zu schützen, werde ich die jetzt alle damit mal versehen, also mit den Gummis und auch mit den Klammern. Übrigens heben wir auch oft solche Gläser hier auf, das ist zum Beispiel so ein Gurkenglas mal gewesen oder von so Suppen im Glas. Das Einzige, was ich hier jetzt noch verändern möchte, ist oben diese Zettelchen. Also oben machen die halt aktuell keinen Sinn mehr. Das hatten wir, weil sie vorher in der Schublade drin waren. Aber jetzt müssen sie halt vorne irgendwie beschriftet sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe hier ein 500-Gramm-Paket. Wie viel davon da reinpasst oder ob alles reinpasst. Und hier kann man auch ganz gut sehen, dass wir auch bei den roten Linsen Marken gemischt haben. Ah ja, das war wohl die Marke, die wir davor hatten. Okay, knappe Kiste. Uhu! Aber gerade so. Dann brauchen wir auch noch diese Klammern. Die sind einfach schon gut rostig, aber das macht ja nichts. So, hervorragend. Jetzt geht's ans Beschriften, bevor ich dann alles wieder einräume. Ich habe jetzt die Gläser aufgefüllt mit dem, was wir an Vorräten noch da hatten. Und ich benutze zum Beschriften so ein Prägegerät. Da sind auch schon so selbstklebende Bänder sozusagen drin. Und man muss hier aber ordentlich drücken, damit das auch wirklich schön geprägt wird. Am Anfang sollte man immer erstmal eine Leertaste machen, bis man hier sieht, dass das Band rauskommt. Wenn ich jetzt mit den Haferflocken anfangen will, dann muss ich mir das hier auf H stellen und dann feste drücken und dann sieht man, kommt da so der Buchstabe leicht raus. Und am Schluss stellt man dann einmal auf die Schere und auch da muss man feste drücken, damit das wirklich abgetrennt wird. Also bis es so einen Knack macht und man denkt, man hätte es kaputt gemacht. Tada! Ich finde, das sieht so cool aus. Ja, und das werde ich jetzt einige Male machen. Ich glaube, ich werde es einfach bei allen Gläsern machen, weil mir das gut gefällt und weil das schön aussieht. Aber ansonsten empfehlen würde ich es eigentlich nur bei den Sachen, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, was das eigentlich ist. Übrigens noch ein Tipp, wenn ihr euch dann bei der Zubereitung später nicht mehr sicher seid, wie kocht man nochmal Quinoa, wie kocht man nochmal Hirse, Bulgur, was weiß ich was, dann könnte man sich das auch einfach auf ein kleines Zettelchen schreiben und das hinten am Glas befestigen. Und dann kann man da einfach schnell nachschauen, wenn man die Sachen zubereitet. Alternativ könnte man auch von der Verpackung was ausschneiden. Ich persönlich finde das ein bisschen schöner, wenn man da einfach selber was draufklebt. Es ist der nächste Tag, weiter geht's. Und heute möchte ich gerne auch die Regale beschriften. Jetzt sehen ja die ganzen Gläser super aus und ich dachte mir, ich mache jetzt nochmal mit diesem Prägegerät ein paar mehr Schildchen und klebe die sozusagen an die Höhe vom Regal. Das heißt, je dicker die Regalbretter, desto besser kann man die später auch beschriften. Das ist vielleicht auch für all diejenigen eine Idee, die da, keine Ahnung, Konserven drin stehen haben, Pakete. Ich habe jetzt hier außerdem auch mal noch ein Schildchen Mittagessen gemacht. Wir haben so ein paar Sachen, die man sich schnell mittags machen kann. Also im Prinzip so Fertiggerichte, wenn man tatsächlich nichts abends vollgekocht hat oder keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Jetzt gibt es hier hinter mir noch so ein paar Ecken, die ein klein bisschen unordentlich sind. Und da dachte ich mir, packe ich alles in Kisten rein, die ich dann auch wieder beschriften kann, damit ich sehe, was da drin ist, ohne die Kiste immer runterholen zu müssen. Das hier zum Beispiel ist die Müsli-Ecke.
Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da hinten ist. Und ich finde, da kommt man so schlecht dran, weil das eben so eine Ecke ist. Und ich glaube, dass so eine Box da für Ordnung sorgen könnte. Genauso wie hier. Hier haben wir Tees. Die Kisten, die ich dafür benutzen möchte, sind diese hier von IKEA. Kennt ihr bestimmt. Haben wir schon ewig lang und einige davon. Wir haben die zum Beispiel auch im Kühlschrank, um die Lebensmittel zu sortieren. Und da unsere Regalbretter nicht so tief sind, möchte ich nicht diese große Kiste benutzen. Die werde ich jetzt in eine Schublade in der Küche tun und stattdessen zwei von den kleineren da rausholen. Ich glaube, da sind unsere Süßigkeiten drin sortiert. Das ist auch die Schublade des Grauens. Die muss ich auch dringend mal aufräumen. Also ich habe die meisten Müsli-Sachen jetzt in diese eine Kiste reinpacken können. Und dann habe ich aber noch so große Pakete. Damit werde ich jetzt direkt mal noch eins der Gläser auffüllen. Wir haben auch ein Müsli-Glas hier in der Küche auf so einem Regalbrett über der Spüle stehen. Und dann wird es noch eine andere Kiste geben, in der dann die ganzen Nachfüllsachen drin sind für die Gläser. Weil ich glaube, wenn wir das da jetzt mit reinmachen, dann ist das wieder so halb offen. Außerdem ist dieser Nachfüllsack riesengroß. Und so ist das so in meinem Kopf für die Sortierung ein bisschen besser. Wir haben vor einer Weile mal super viele von den Coa-Wach-Sachen zugeschickt bekommen und haben den Vorrat jetzt einfach mal da oben in die Ecke gestellt gehabt. Das ist so eine Ecke, in die ich einfach, an die ich nicht rangekommen bin. Entsprechend wusste ich auch gar nicht, was da oben ist. Und was zum Beispiel auch ein guter Tipp ist, sind diese Müsli-Dosen oder diese alten Boxen sozusagen. Gibt es zum Beispiel bei TK Maxx oder so. Und ich werde jetzt einfach diese ganzen Coa-Wach-Sachen da reinmachen. Dann könnte ich da zum Beispiel das am Rand noch beschriften, oben reinstellen und dann weiß ich einfach, da sind diese ganzen Sachen drin. Meine Mom hat solche Dosen immer genommen, um offenes Mehl reinzutun. Das heißt, offene, angebrochene Mehlpackungen, die dann immer nochmal in der Tüte drin waren und dann hier drin, um sie vor Lebensmittelmotten zu schützen. Das meiner Meinung nach Wichtigste, nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch sonst, ist, dass man weiß, was man besitzt und dass man nicht anfängt, Dinge zu horten oder nachzukaufen, weil man vergessen hat, dass man sowas schon hat. Oder gerade bei Lebensmitteln eben, dass Produkte schlecht werden, man die dann am Ende entsorgen muss oder so. Einfach nur, weil man den Überblick verloren hat. Deswegen finde ich, neben dem ganzen Sortieren ist es schon auch wichtig, regelmäßig die eigenen Vorräte durchzuschauen. Jetzt haben wir hier noch so ein Regal, wo auch die Sachen einfach lose irgendwie drin sind. Hier zum Beispiel Wraps oder da haben wir noch so ein Paket Kokosmehl, was noch zu ist. Dann ist hier so eine Box drin mit verschiedenen Sachen, aber hier sind auch nochmal lose Geschichten. Das möchte ich jetzt alles nochmal neu sortieren und mir was für die Zwiebeln und Kartoffeln überlegen. Und Zwiebeln und Kartoffeln werde ich auch wieder jeweils in eine von diesen Kisten hier reinpacken. Die passen nämlich perfekt in diese Fächer von diesem Regal sozusagen rein. Aktuell bewahren wir unsere Zwiebeln hier in so einer Schüssel auf und die steht einfach hier oben drauf. Kartoffeln sind aktuell leer tatsächlich. Die waren aber auch einfach in so einer Schüssel und standen direkt daneben. Das war nicht so optimal, fand ich. Außerdem ist dadurch dann diese Arbeitsplatte hier schon komplett voll. Eine andere Idee, wie wir das vorher in unserer Wohnung aufbewahrt haben, da hatten wir die Kartoffeln und die Zwiebeln in einer Schublade drin. Und zwar einfach in so einem Dokumentenhalter hier im Prinzip. Ich habe da unten einfach ein Stück Küchenpapier reingelegt, alternativ geht natürlich auch Zeitung und dann einfach in einen von diesen Ordnern die Kartoffeln reingefüllt und in den anderen die Zwiebeln und dann können die einfach so in einem dunklen Schrank, in einer dunklen Schublade, wie auch immer stehen. Wichtig ist einfach nur, dass das natürlich nicht direkt neben der Spülmaschine ist oder direkt neben dem Kühlschrank, der dann Wärme abstrahlt oder so, sondern dass die Sachen einigermaßen kühl und dunkel gelagert werden. Wir haben hier außerdem diese selbstgebaute Brotkiste. Auch dazu gibt es ein DIY bei Alex auf dem Kanal, was ich euch gerne verlinken kann. Und die habe ich jetzt mal sauber gemacht und aus ihrer Versenkung gegraben und die wird jetzt da stehen, wo vorher Kartoffeln und Zwiebeln standen. Dann werde ich da außerdem auch das Brotmesser bereitlegen und dann kann man das Brot halt immer hier hinten schneiden
und auch aufbewahren. Und eine Sache, die ich noch machen möchte, ist das Obst, was wir hier haben, in diesen Obstkorb reintun. Ich finde, das macht einen großen Unterschied, wenn man die Sachen so ein bisschen häufchenweise sortiert. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass einfach mehr Oberfläche zu sehen ist und dadurch alles ein klein wenig luftiger und nicht so vollgestopft wirkt. Vielleicht waren da ja ein paar gute Organisationsanregungen von Lebensmitteln, Vorratskammern, Vorratsschubladen oder wie auch immer für euch dabei. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und mir auch einen Kommentar schreibt. Vielleicht habt ihr ja noch einen zusätzlichen Organisationstipp für die Küche, für Vorräte ganz im Allgemeinen. Ihr wisst, ihr unterstützt damit meinen Kanal und das freut mich natürlich sehr. Wie gesagt, ne, alle wichtigen Videos, die ich erwähnt habe, findet ihr hier oben in dem Infokarten-I. Hier verlinke ich euch mal noch mein letztes Video. Hier könnt ihr meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.